Eine stundenlange Vollsperrung hatte der Brand eines LKWs auf der B323 zwischen Remsfeld und Homberg-Efze am Mittwochmittag zur Folge. Nach Angaben des Fahrers begann der Brand des Sattelzugs im vorderen Bereich der Zugmaschine. Die Polizei geht davon aus, dass ein geplatzter Turbolader Schuld an dem Brand haben könnte. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, stand der LKW bereits im Vollbrand. Ja, wo wir gekommen sind, stand das Führerhaus komplett in Flammen. Griff gerade auf den Auflieger über. Der 38-jährige Fahrer konnte sich kurz nach Ausbruch des Brandes aus dem Fahrerhaus retten und wurde nicht verletzt. Nur kurze Zeit später stand die komplette Zugmaschine in Flammen. Die Feuerwehr begann sofort damit, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, jedoch gestaltete sich das nicht gerade einfach. Wir kommen von hinten schlecht ran, das heißt, wir müssen hinten vorne die Seite aufschneiden und werden dann von da aus anfangen zu löschen. Der mit Bananen beladene LKW muss nun nach den sehr umfangreichen Löschmaßnahmen entladen werden. Ja, wir sind jetzt dran. Es ist also ein LKW mit 21 Paletten Bananen geladen. Davor waren noch Leerpaletten und wir sind jetzt dran und laden ab. Ein Landwirt aus Holzhausen half mit zwei Schleppern, die zum Teil noch brennende Ladung aus dem LKW zu holen. Um genügend Wasser für den Einsatz zur Verfügung zu haben, wurde im Pendelverkehr für Nachschub an der Einsatzstelle gesorgt. Nach Angaben der Polizei war die Bundesstraße bis ca. 18 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.